Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, wahrscheinlich die vorletzte Folge. Ich bin mitten dabei, ganz viele Videos aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, welche Zahl das hier wird. Jedenfalls will ich hier oben die 4 Stücke übernehmen. Japan wird ganz schön schwer, da brauchen wir die kompletten Rebellen. Armee ist fertig. ICBM reicht nicht. Da haben wir wahrscheinlich schon alle Länder übernommen. Ich glaube nicht, dass das mehr als 14 sind. Jedenfalls greifen wir Japan an. Und solange können wir noch ein bisschen handeln. Auch wenn ich schon ganz schön was an Geld zusammen habe. Kann es ja nicht schaden, noch mehr zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein kleines bisschen spannender, als bei Explosionen zuzugucken, die aus ein paar Pixeln bestehen. Hier haben wir Pferde. Gucken wir mal kurz hier hin. Das ist gleich fertig. Gehen trotzdem nochmal schnell nach Italien, bevor es passiert. Und da haben wir es. Japan ist übernommen. Jetzt sind auch Nordkorea, Südkorea und Taiwan befreit worden. Das macht es in dem Fall leichter, dass es kein koloniales Militär gibt. Also das, was ich hier gerade ausbilde, hatte Japan vorher auch in Nordkorea, Südkorea und Taiwan. So, Japan. Hier haben wir Reifen, LKW, Autoteile, Autofabrik und Schwermaschinen. Wow. Krass. Eine ganze Menge gibt's da. Okay, Nordkorea 70-70. Da müssen wir hier noch was machen. Hier müssen wir noch eine ganze Menge machen. 70-70, so. Ach stimmt, hier können wir ja auch die Rebellen reinmachen. Und dann greifen wir Nordkorea an. So, Pferde. Pferde haben wir, ja, hier in Italien. Da haben wir uns noch Schweine. Damit fahren wir nach Somalia. Die bekriegen sich da schön. So, Schweine verkaufen. Mal gucken, was es hier gibt. Nichts. Okay. Bauholz. Bauholz. Gucken wir mal kurz hier. Oh, bisschen nah. Und geschafft. Jetzt hier wieder die lokale Armee erhöhen. Wow. Hat sich jetzt echt gelohnt. Es gibt nur Kohleminen. Mehr nicht. Oha, Südkorea ist echt stark. Da brauchen wir die volle Armee. So, da haben wir alles auf 100. Da haben wir alles auf 100. Und hier noch. Da und da. So, Südkorea. Attacke. Bauholz. Da fahren wir nach Neuseeland. Das letzte Land, was untergehen wird. Unter meiner Macht steht. So, Wolle. Hier gibt es ein Flugzeug. Nigeria soll attackiert werden. Da, Nigeria. Okay, da ist alles im grünen Bereich. Ich glaube, wir hatten Wolle, ja. Damit nach Deutschland. Moment, ein Bug. Kurz aus der Satellitenansicht raus und wieder rein.
Dann sollte es klappen. Ja, das ist ein echt teurer Krieg hier gegen Südkorea. Aber hier haben wir wenigstens einiges an Sachen. Chemiefabrik, Autofabrik, Schwermaschinen, Werft und Petroleum. So, als nächstes Taiwan. 70, 70 brauchen wir dafür. 70, 70. So, dann haben wir 80. Da haben wir auch 80. Da haben wir auch noch 80. Dann greifen wir Taiwan an. Und wir haben immer noch die Wolle hier drin. Und da ist ein Flugzeug. Boom. Abgestürzt. So, Wolle können wir hier verkaufen. Fahren wir mal nach Spanien. Fahrräder. Damit fahren wir nach Südkorea. Frisch erobert. Wer kann mich jetzt eigentlich noch aufhalten? Niemand. Wirklich, niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Vorher, als ich nicht alle Länder hatte, da hat zum Beispiel dann die Vereinigten Staaten mich angegriffen. Japan hat viel angegriffen, China. Ich glaube, Russland auch ein paar Mal. Aber ansonsten niemand. So, Rebellen in Nigeria vernichtet. Fahrräder. Ja, ich sollte wieder zurückkommen. Also, hier wieder Schwermaschinen, Reifen, Werft und Fahrräder. Und natürlich hier noch das Militär. Noch ein Flugzeug. Warum hat Taiwan eigentlich keine Marine? Ich meine, das ist eine Insel. Irgendwie muss man sich doch verteidigen können. Naja, egal. Wir haben es ja übernommen. Und ja, er ist 7 Minuten drin. Da können wir vielleicht noch Myanmar übernehmen. 50, 40, 46. 10, 40, 46. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Dann greifen noch Myanmar an und dann, ja, vielleicht sogar noch ein Land. Als nächstes wäre dann wahrscheinlich Thailand dran. So, was habe ich hier? Nichts. Gar nichts. Gut, nochmal zurück nach Südkorea, auch nichts. Wieder zurück nach China. Seide. Ah, wir haben den Krieg gewonnen. Nach Spanien. Komm schon. Dankeschön. Flugzeug. Ja, ich würde sagen, machen wir noch ein Land. Ein Land sollten wir hinkriegen. Oh, was ganz Neues. Hülsenfruchtproduktion. Bohnen und Erbsen und so. Ah. Man findet immer wieder neue Sachen. So, Thailand. 60, 60, 60. 0, 60, 60. Da haben wir 60. Und 70 und ein Flugzeug. Gut, dann greifen wir Thailand an. Hier haben wir noch Seide. Verkaufen wir. Kaufen noch Schmuck. Fahren damit nach Südafrika. So, Schmuck, aber leider nichts zu kaufen. Hier auch nichts. Auch nichts. Ja, den Krieg gewonnen. Gute Zeiten. Südafrika, okay, warte. Südafrika, ich komme. Rebellen-Update, China.
58. Da, Opium. So, dann machen wir hier noch das Militär fertig und dann ist die Folge auch schon vorbei. 10 Minuten. So, hier haben wir Reis, hier haben wir LKWs, Autos und Schwermaschinen. Ja, das lasse ich mal so. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Tschüss.